Hallo und willkommen zu Body VR, einem Rundgang durch den menschlichen Körper. Unsere Reise beginnt hier im Inneren des Herzens. Lassen Sie uns etwas genauer hinschauen. Wir befinden uns derzeit innerhalb einer Arterie, einem kleinen Strang in einem Netz von Blutgefäßen, die im ganzen Körper verteilt sind. Lassen Sie uns die wichtigste Zelle, ein rotes Blutkörperchen, auch Erythrozyten genannt, ansehen. Beinahe die Hälfte des Blutes besteht aus roten Blutkörperchen. Diese geben dem Blut auch seine rote Farbe. Ihre Hauptfunktion ist es, Sauerstoff von der Lunge zu den lebenswichtigen Organen unseres Körpers zu befördern. Als nächstes sehen wir unsere weißen Blutkörperchen, oder Leukozyten genannt, die weniger als 1% des gesamten Blutvolumens einnehmen. Ihre Hauptfunktion ist es, unseren Körper vor Infektionen zu schützen. Lassen Sie uns nun Blutplättchen oder Thrombozyten genannt ansehen, deren Hauptfunktion es ist, Blutungen an beschädigten Blutgefäßen zu stoppen. Zu unserer Rechten sehen Sie einen Riss im Blutgefäß. Sehen wir genauer hin. Lassen Sie uns den Blutstrom durch den Riss verlassen, um eine Fresszelle zu finden. Wir müssen uns hierzu weiter verkleinern. Dies ist eine Monozyte, eine besondere Art eines weißen Blutkörperchens. Monozyten kriechen durch die Blutgefäße auf der Suche nach fremden Eindringlingen, die sie fressen und verdauen. Sehen wir uns den inneren Aufbau einer Monozyte an. Bereiten Sie sich auf eine weitere Miniaturisierung vor. Wir befinden uns auf der Außenseite einer Fresszelle innerhalb eines beschädigten und infizierten Gewebes. Wir sehen vor uns die Oberfläche, eine typische Zellmembran. Die Zellmembran besteht aus zwei Fettschichten mit tausenden von eingebetteten Eiweißen. Einige dieser Eiweiße haben die Aufgabe, Informationen zu übertragen. Andere transportieren Nutzlast. Wasser und Sauerstoff bewegen sich frei durch die Membran der Zellen. Größere Moleküle wie Zucker treten durch kleine Pumpen oder Kanäle ein. Um unbefugten Zugang zu verhindern, erfordern große Objekte wie Viren eine Authentifizierung oder eine Art Schlüssel. Zum Glück habe ich einen gefälschten Schlüssel. Er ist identisch mit einem echten. Wir betreten jetzt die Zelle. Bereiten Sie sich auf den Eintritt vor. Eine Fresszelle hat uns hineingezogen und wir sind in das Zellplasma eingetaucht. Ein Gel, was hauptsächlich aus Wasser besteht. Das Zellskelett besteht aus einem Netzwerk von anpassbaren Strängen, welche die Zellstruktur bilden. Das Zellskelett besteht aus drei verschiedenen Arten von Strängen. Mikrofilamente sind die dünnsten Stränge, nur 7 Nanometer im Durchmesser.
Intermediärfilamente sind aus dem Eiweiß Aktin hergestellt und haben einen Durchmesser von 10 Nanometern. Schließlich haben Mikrokanälchen einen Durchmesser von 24 Nanometern. Damit sind sie breit genug, um für Transportaufgaben verwendet zu werden. Eine besondere Art von Eiweiß, das Kinesin-Motoreiweiß, hat die Fähigkeit, sich entlang der langen Mikrokanälchen zu bewegen. Er klingt sich, wie wir, an große Strukturen und transportiert diese innerhalb der Zelle. Energie schwimmt um das Zellplasma in Form von ATP, einem Molekül. ATP verbindet sich mit Kinesin und treibt es damit vorwärts. Ein Schritt entsteht dadurch, dass sich das Kinesin mit einem ATP-Molekül verbindet und gleichzeitig ein anderes ATP-Molekül abstößt. In Echtzeit entstehen damit Wanderungen des Kinesins von bis zu 100 Schritten pro Sekunde. Das Kinesin-Eiweiß schwimmt geradewegs auf den Zellkern zu, das Herz der Zelle. Lassen Sie uns gemeinsam Fahrt aufnehmen. Jetzt den Zellkern, dem Zentrum der Zelle. Die Oberfläche des Zellkerns hat seine eigene Außenhaut, ähnlich der einer Zelle. Poren sind rund um die Oberfläche des Kerns verteilt, um den Eintritt und Austritt von größeren Molekülen wie uns zu ermöglichen. Es befinden sich Eiweiße rund um jede Pore. Sie ermöglichen den Eintritt von Molekülen innerhalb des Zellkerns. Lassen Sie uns einen näheren Blick nach innen werfen. Hier sind wir im Inneren des Zellkerns, dem Steuerzentrum der Zelle, welches den Großteil der Zellen-DNA enthält. DNA oder ausgesprochen Desoxyribonukleinsäure ist ein Molekül, welches unseren genetischen Code trägt und sich seit den letzten 3 Millionen Jahren immer wieder entwickelt. Die DNA enthält Informationen für die Entstehung von Eiweiß. Bei der Entschlüsselung wird zum Beispiel ein Segment der DNA in mRNA, eine Ribonukleinsäure, verwandelt und enthält damit ein spezielles Rezept zur Herstellung von Eiweiß. Das endoplasmatische Retikulum ist ein reich verzweigtes Kanalsystem flächiger Hohlräume, das von Haut umschlossen ist. Lassen Sie uns den Zellkern durch eine der Poren verlassen. Wir haben jetzt den Zellkern verlassen und bewegen uns durch das Zellplasma. Um den Zellkern herum befindet sich das raue endoplasmatische Retikulum,
auch RER abgekürzt, genannt. Eine Art labyrinthische Struktur aus abgeflachten Membranen. Gespickt mit Ribosomen spielt das RER eine zentrale Rolle in der Eiweißherstellung. Ribosomen verbinden sich mit Aminosäuren und folgen den Anweisungen, die sie von dem RNA erhalten. Das Eiweiß wird dann weiter durch ein Bläschen transportiert, das aus einem Teil der RER-Membran hergestellt wird. In einiger Entfernung seht ihr eine Zellorganelle. Mitochondrien oder auch freischwebende Zellorganellen genannt, bezeichnet man üblicherweise als die Kraftwerke der Zellen. Zellorganellen haben ihren Namen aufgrund ihrer entscheidenden Rolle im Prozess der ATP-Herstellung. ATP oder auch Adenosintriphosphat ist die Energiequelle in der Zelle. Unter Freisetzung von ATP wandeln die Zellorganellen die Ameisensäure in Kohlendioxid und Wasser um. Lassen Sie uns nun wieder auf dem Weg nach draußen gehen, da wir die Hauptkomponenten der Zelle gesehen haben. Was ist das? Vor uns steht ein Virusangriff auf die Zelle. Zum Glück ist eine Wolke von Antikörpern um die Zellen herum stationiert, um diese vor Viren zu schützen. Die weißen Blutkörperchen verzehren die Viren, da diese von den Antikörpern angegriffen werden. Gemeinsam bilden die Antikörper und die weißen Blutkörperchen die vorderste Front unseres Immunsystems. Tausende von Viren haben es bis hinter die Abwehrreihen der Antikörper geschafft und die Verteidigung überwunden. Bei Berührung von Eiweißen aus der Zelle werden auch Virusgegner vernichtet. Es sind zu viele Viren. Es sieht so aus, als würde die Zelle nicht überleben. Lassen Sie uns zum Observatorium zurückkehren. Hiermit endet unsere Reise durch den menschlichen Körper. Wir hoffen, Ihnen hat die Reise gefallen.